Warst du schon einmal in einem Museum? Ein Museum hat meist etwas mit der Vergangenheit zu tun. Du kannst dort erfahren, was die Menschen früher gemacht haben oder wie die Natur, in der wir leben, sich entwickelt und verändert hat. Viele Museen zeigen kostbare Sachen. Sachen, die früher nur wohlhabende Leute besaßen. Die Sachen sind im Museum sicher hinter Glas ausgestellt, damit man sie auch ja nicht beschädigt. Im Freilichtmuseum ist das anders. Hier kannst du sehen, wie die einfachen Leute früher lebten. Viele alte Häuser, in denen Bauern und Handwerker mit ihren Familien wohnten und arbeiteten, sind in einem solchen Museum unter freiem Himmel wieder aufgebaut. Da stehen in Fachwerk gebaute Wohnhäuser mit Stroh gedeckte Ställe und Scheunen, ja, ganze Bauernhöfe. Daneben gibt es Gemüsegärten und Getreidefelder. Selbst eine Dorfkapelle und der Friedhof fehlen nicht. Alles, was zu einem alten Dorf gehört, kannst du besichtigen. Christine, Björn und ihre Eltern haben sich heute einen Besuch im Freilichtmuseum Kommern vorgenommen. Morgen. Zwei Erwachsene, zwei Kinder. Eine Familie. 6,50 Meter zusammen. Und ein Führer. 11,50 Meter. Guten Tag. Guten Tag, Familie Hanacher. Herzlich willkommen bei uns. Haben Sie schon den Übersichtsplan an der Kasse bekommen? Nein. Nein. Bitte schön. Dankeschön. Wir verschaffen uns jetzt noch einen Überblick an der großen Tafel und dann gehen wir ins Gelände. Dies also ist das Gelände des Rheinischen Freilichtmuseums. Wie der Name schon sagt, stehen hier unter freiem Himmel Fachwerkhäuser aus den verschiedenen Teilen des Rheinlandes. Die Baudenkmale sind den Landschaften entsprechend zu Siedlungen oder wie wir hier im Museum sagen, zu Baugruppen zusammengestellt. Es gibt da beispielsweise ein Dörfchen mit Westerwaldhäusern. Ein kleiner Weiler zeigt Häuser aus dem Bergischen Land. Die Niederrheinbaugruppe spiegelt das Bild einer Einzelhofsiedlung wider. Und schließlich ein Eifeldorf. Oh, das möchte ich mir gerne anschauen. Wir kommen ja aus der Eifel. Wenn ihr Lust habt, kann ich schon vorausgehen. Wir warten noch auf Müllers. So, dann schauen wir uns mal an, wie ein Eifler Bauernhaus früher eingerichtet war. Der wichtigste Raum im Bauernhaus war der Herdraum. Wir würden dazu heute Küche sagen. Auf dieser kleinen, offenen Feuerstelle kochte die Bäuerin das Essen für die ganze Familie.
Und zu dieser Familie gehörten auch die Knechte und Mägde, die auf dem Hof mitarbeiten. Das offene Feuer gab dem Raum Licht und Wärme. Es ist klar, dass sich die Familie hier deswegen auch die meiste Zeit aufhielt. Die meisten Küchengeräte, so auch das Geschirr, waren in solch einfachen Regalen untergebracht, die der Bauer selbst herstellen konnte, also nicht in Schränken. Aber hier steht doch auch ein Schrank! In diesem Schrank bewahrte die Bäuerin die Milch auf, die sie später für das Buttern benötigte. Die Milch musste geschützt stehen, geschützt auch vor dem Naschen der Kinder. Kommt mal hier herüber, wir schauen uns das hier mal an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, das ist ein Butterfass. Ich erkläre euch das mal. Man hebt den Deckel hoch, dann schüttet man hier Rahm rein. Der Deckel wird wieder verschlossen. Ja, und dann hat sich früher die Bäuerin hier hingesetzt, diesen Stampfer in die Hand genommen und musste stundenlang stampfen, bis dass sich die Butter gebildet hatte. Übrigens war das sehr oft auch Kinderarbeit. Und das ist das Wohnzimmer. Ja, wie ihr seht, lag gleich hinter dem Erdraum das Wohnzimmer. Übrigens früher bei den Leuten Stube genannt. Weil hier die besseren, also die wertvolleren Sachen standen, hielten sich die Leute hier eigentlich nur sehr selten auf, um die Sachen zu schonen. Wir sitzen heute jeden Abend im Wohnzimmer. Unsere bäuerlichen Vorfahren benutzten das Wohnzimmer oder die Stube nur bei herausragenden Festen im Jahr, beispielsweise dann, wenn die Verwandtschaft zu Besuch kam. Warum steht denn hier ein Bett? Ja, ihr habt gesehen, dass die Wohnung sehr klein ist und so musste hier in diesem Fall das Wohnzimmer auch als Schlafzimmer benutzt werden. Und es gab noch nicht mal für jedes Familienmitglied ein eigenes Bett. Wie viele schliefen denn in so einem Bett? Hier in diesem Bett haben 3 Personen durchaus geschlafen. Die Kinder schliefen, wenn sie noch ganz klein waren, meist im Bett der Eltern oder aber hier in einer solchen Wiege. Die größeren Kinder hingegen mussten auf einem Strohsack schlafen, der im Erdraum ausgebreitet wurde oder aber in einer Kammer, die noch zum Haus gehörte. Im Rahmen der Selbstversorgung backten die Bauern früher auch ihr Brot selber. Auf großen Bauernhöfen gab es sogar eine eigene Backstube, in der die Bäuerin das Brot für die ganze Familie backte. Das ist aber klein hier. Ja. Dann schauen wir mal hier rein. Wenn das Feuer dann runtergebrannt war, dann machen wir diesen Brotschieber. Auch Nachbarn, die keinen eigenen Backofen hatten, konnten ihr Brot hier backen. Für sonntags entstand hier natürlich auch schon einmal ein leckerer Kuchen mit Obst aus dem eigenen Garten. Jeder Bauernhof hatte seinen eigenen Hausgarten, in dem vieles wuchs, was man für die Mahlzeiten brauchte. Da gab es Gurken und Bohnen, Erbsen und Möhren, auch Rot- und Weißkohl
sowie verschiedene Salate wurden angepflanzt. Dill, Majoran und andere Gewürzpflanzen durften ebenfalls nicht fehlen. Aber auch Heilkräuter pflanzte die Bäuerin an. Denn wenn ein Familienmitglied krank war, musste man sich selbst helfen. Ja, selbst die Kleidung stellten die Bauern zu Hause her. Häufig stand in einer Kammer des Bauernhauses ein Webstuhl, und hier saß die Bäuerin nach getaner Haus- und Feldarbeit noch tief bis in den Abend, um all die Stoffe zu weben, die man zu Hause brauchte. Nein, ich gehöre zu den Leuten, die hier in den Museumsdörfern altes Handwerk vorführen. Komm, ich zeig dir mal, wie man es macht. Ein Gewebe besteht immer aus zwei Richtungen. Einer Längsrichtung, das ist die Kette, einer Querrichtung, das ist der Schuss. Der Schuss wird mit dem Schiffchen eingetragen, in dem eine Spule ist, auf der das Garn aufgerollt ist. Das Fach, in dem ich den Faden eingelegt habe, entsteht folgendermaßen. Ich habe unten zwei Tritte und hier habe ich zwei Schäfte. Trete ich den einen Tritt, hebt sich der eine Schaft. Trete ich den anderen Tritt, hebt sich der andere Schaft. Und jedes Mal wird der Faden eingetragen und mit der Lade an den ersten Faden geschlagen und so entsteht ein Gewebe. Wie lange brauchen Sie denn ungefähr, bis so ein Stück Stoff hier gewebt worden ist? Also bis das Stück Stoff fertig ist, dauert ca. 2 bis 3 Wochen. Da siehst du mal, was das früher für eine harte Arbeit war. Das Weben war nur ein Teil der Arbeit, die die Bäuerin leisten musste, um einen Stoff anzufertigen. Sie musste sich auch darum kümmern, die Garne selbst herzustellen, und zwar aus Pflanzen oder sie wurde aus Wolle gesponnen. Diese heute selten gewordene Garnpflanze kannst du dir im Freilichtmuseum ansehen. Man nennt sie Flachs oder Lein. Daher kommt übrigens das Wort Leinen. Warme Kleidung wurde aus Schafwolle hergestellt. Im Frühjahr wurden die Schafe vom Schäfer oder einem Schafscherer, der von Hof zog, geschoren. Christine, Björn und ihr Führer entdecken auf ihrem Rundgang durch das Museumsdorf noch viele andere Haustiere, die früher zum Bauernhof gehörten. Wo kann man heute noch einen Esel sehen, der Korn zur Mühle trägt?
Wo können Hühner heute noch so frei herumlaufen, im Sand scharren und baden? Oder gar die Enten und Gänse sich im Dorfteich tummeln. Wo können Schweine noch im Schlamm ihr Futter suchen? Früher hielt fast jeder Bauer Milchvieh, um Butter und Käse für das tägliche Brot zu bekommen. Statt Kühe besaßen die armen Leute auf dem Lande jedoch häufig nur eine Ziege, die sie am Wegrand grasen ließen. Man nannte sie daher die Kuh des armen Mannes. Vielleicht wart ihr schon mal auf einem großen, modernen Bauernhof. Da habt ihr gesehen, dass diese Bauern mitunter überhaupt kein Großvieh mehr haben. Sie halten sich allenfalls noch etwas Federvieh, konzentrieren sich aber auf ganz andere Dinge. Sie betreiben Ackerbau, Obstbau und ziehen Gemüse. Ich kenne einen großen Bauernhof. Dort gibt es nur Kühe, über 100 Stück. Hey. Die Landwirte von heute haben sich auf wenige Sachen, auf Feldbau oder auf Viehhaltung spezialisiert. Alles, was Vieh und Felder erzeugen, verkaufen die modernen Bauern an einen Großmarkt oder an die Molkerei oder die Fleischfabrik. Von dem Geld, das sie dabei verdienen, kaufen sie wiederum all die vielen Sachen und die Nahrung, die ihre Familie braucht. Das gibt es doch bestimmt im Museum, dass eine Kuh in Wagen zieht. Ja, in der Tat, das könnt ihr wirklich nur noch im Museum sehen. Aber noch vor 30 Jahren gab es in der Eifel so manch armen Bauern, der sich keinen Traktor leisten konnte. Und daher benutzte er sein Vieh, Kühe oder Pferde auch zur Feldarbeit und zum Ziehen der Wagen und Karren. Bei uns, wo ich herkomme, sind die Kühe schwarz-weiß. Den ihr hier seht, ist ein ganz seltenes, fast schon ausgestorbenes Exemplar. Der Bauer züchtete früher diese Glan-Donnersberger Rasse, weil er die als Arbeitstier brauchte. Sie waren sehr ausdauernd und sehr ruhig. Später, als die Traktoren aufkamen, wurde dieses Tier nicht mehr gezüchtet. Woran erkennt man denn diese Viehrasse? Ja, diese Rasse erkennst du an der hellgelben Farbe, an dem fast weißen Maul und den dunklen Hornspitzen. Heute gibt es, glaube ich, in Deutschland nur noch 30 Stück Vieh von dieser Rasse. Aber wir hier im Freilichtmuseum versuchen nun, diese alte Rasse wieder aufzuzüchten. Im Freilichtmuseum Kommern
sind auch eine ganze Reihe von alten Werkstätten wieder aufgebaut, in denen du sehen kannst, was auf dem Dorf alles von Hand hergestellt wurde. Der Dorfschmied fertigte Beschläge, Hacken und Hufeisen an. Auch Ochsen und Kühe, die als Zugtiere verwendet wurden, mussten beschlagen werden. Leder verarbeitete der Sattler. Riemen, Zaumzeug und Sättel kamen aus seiner Werkstatt. Der Drechsler, der sehr kunstvolle Dreharbeiten ausführte, lieferte allerlei Rundhölzer, neue Stuhlbeine und Schrankfüße. Einer der wichtigsten Handwerker auf dem Dorf war der Stellmacher. Der Stellmacher stellte die Räder für Karren und Wagen her. Ihr seht, da solche neuen Räder liegen, aber auch die ganzen Wagen stellen. Daher kommt übrigens der Name Stellmacher. Und das soll ein Wagen werden? Da glaubt doch kein Mensch. Das wird kein Wagen, auch wenn es Räder hat. Aber schau mal ein bisschen weiter nach hinten, da siehst du einen Pflug stehen. Ein alter Pflug, den das Museum vor Jahren übernommen hat. Damit die Landwirte im Museum wieder mit einem Pflug arbeiten können, wird hier in der Stellmacherwerkstatt ein neuer Pflug hergestellt. Der Stellmacher baute übrigens auch noch ganz andere Sachen, zum Beispiel Stiele für Sensen und Mistgabeln. Wenn du willst, kannst du mir von der Schwung abdrehen. Doch, gern. Im Winter, wenn die Feldarbeit abgeschlossen war, da gab es viel zu tun. Es wurden selten Neuanfertigungen gemacht. Guten Tag, Stellmann. Ich habe eine Achsenstelle zerbrochen. Kann ich dir für morgen noch eine neue haben? Mach sie gerne rein. Kannst du morgen abholen. Gut.
Vielen Dank, bis morgen. Tschö. Wir haben jetzt eine ganze Menge Leute schon gesehen, die hier arbeiten. Die Weberin, den Bauer, den Stellmacher. Wohnen die Leute denn auch hier? Da hast du ganz recht. In diesen Häusern würde heute bestimmt keiner mehr wohnen wollen. All die Mitarbeiter, die wir eben gesehen haben, sind Mitarbeiter, die abends nach getaner Arbeit hier im Museum wieder zu ihren Familien zurückkehren. Aber der Eindruck, den wir hier gewonnen haben, zeigt immerhin, dass die Häuser ja so aussehen, als seien sie soeben verlassen worden. Und das ist eigentlich das Schöne am Freilichtmuseum. Oh, my God.